Cape York, die im tropischen Norden von Queensland gelegene Halbinsel, ist mit einer Fläche von rund 137.000 Quadratkilometer etwa so groß wie Griechenland. Es leben dort aber nur ca. 18.000 Menschen, die meisten davon in Cooktown und Weipa, den beiden einzigen größeren Städten. Der Rest ist unberührte Wildnis bis zur Nordspitze des australischen Kontinents. Ein Teil Australiens, den Touristen, aber auch Einheimische eher selten zu sehen bekommen, weil man dazu ein geländegängiges Fahrzeug braucht. Und Autovermietungen untersagen ihren Kunden meist die Fahrt dorthin, wegen der Gefahr des Totalverlusts. Mein Sohn hatte sich während seines zweijährigen Australienaufenthalts so einen Geländewagen gekauft, einen Toyota VDJ76R, das Workhorse im australischen Outback, und mich gefragt, ob ich mit ihm zusammen diese Offroad-Tour nach Cape York machen wollte. Mein Sohn hatte die Route von Cairns aus zunächst an der Ostküste über Port Douglas, Archer Point, Cooktown und Cape Flattery nach Bathurst Head geplant. Von dort ging es weiter nach Weipa und Penfather River im Westen und nochmal zurück nach Chili Beach im Osten. Die Highlights waren dann der Frenchman's Track und der Old Telegraph Track, bis wir über Moutee Heads und Bamega die Nordspitze Australiens erreichten. Zurück ging es über Captain Billy's Landing auf den beiden einzigen größeren Straßen in Cape York, der Bamega Road und der Peninsula Development Road nach Coen. Von dort aus schließlich über Lakeland und Port Douglas wieder zurück nach Cairns. Ausgangs- und Endpunkt unserer Reise war Cairns. Die Stadt hat sich seit meinem ersten Besuch vor mehr als 30 Jahren zu einer absoluten Touristenhochburg entwickelt. Lebten dort damals 50.000 Einwohner, sind es heute fast 160.000. Gab es damals gerade eine Hauptstraße und ein paar Guesthouses, dominieren heute Hotels und Restaurants. Immerhin lassen sich mit dem Auto die ruhigen Strände im Norden wie Trinity Beach ganz gut erreichen. Wegen der Touristenmassen in Cairns sind wir aber möglichst bald nach Cape York aufgebrochen. Nördlich von Cairns in Port Douglas haben wir noch Vorräte für 5 Tage gekauft, denn die Einkaufsmöglichkeiten auf Cape York liegen weit auseinander. Der erste Teil der Fahrt führt über den Daintree River von Cape Tribulation nach Archer Point. Hinter Cape Tribulation endet die Straße. Der dort beginnende Bloomfield Track war aber noch sehr moderat. Thank you.
Archer Point ist ein Buschcampingplatz, wie es viele dort gibt. Einfach ein Platz zum Campen, ohne Duschen, Toiletten und Kiosk. Hier lernten wir sehr schnell, die Zelte vor Einbruch der Dunkelheit aufzubauen und auch vorher Dinner und Abwasch zu machen. Am nächsten Morgen fuhren wir für eine Nacht nach Cooktown und von dort weiter nach Cape Flattery. Bevor wir endlich zum Strand kamen, mussten wir noch einen Fluss durchqueren, in dem uns das Wasser schon bis zur Motorhaube ging. Aber da der Wagen vor uns das auch geschafft hatte, sind wir mal mutig durchgefahren. Danach kamen noch etwa 5 Kilometer mit geringstem Reifendruck auf einem sandigen Dünenweg, bis wir endlich da waren. Nach einer weiteren Nacht in Cooktown ging es weiter in den Norden nach Bathurst Head. Nun über festere Tracks, auf denen sich auch die eine oder andere Schlange sonnte. Gegen Abend schlugen wir unsere Zelte auf einer Landzunge am Meer etwas entfernt vom Wasser auf, aber immer noch nah genug, dass wir abends die gelben Augen der Krokodile im Meer sehen konnten. We'll be right back.
Ungeplant mussten wir am nächsten Tag von der Ost- auf die Westseite Cape Yorks wechseln. Unsere Klimaanlage war ausgefallen und wir brauchten einen Mechaniker. Und den gab es erst in Lipa. Bei Begegnungen mit LKWs sollte man am besten kurz anhalten, denn für die nächste Minute ist nur wenig von der Straße zu sehen. Unser Offroad-Reiseführer beschrieb einen Track nach Penfather River, den Google aber nicht kennt. Doch wir fanden ihn zunächst entlang einer Bauxitmine und dann durch Buschvegetation und schließlich am Strand entlang. Etwas entfernt von uns campte Hubert, der vor 60 Jahren aus Düsseldorf ausgewandert war und in Westaustralien eine Farm besitzt. Er berichtete uns schon mal über den Old Telegraph Track, den wir ja auch noch fahren wollten. Und seine rheinische Herkunft hört man immer noch. I don't know. Ah, yeah. Average 6 Stunden für 40 Kilometer. Okay, yeah. And what type of surface? It's rocky. Yeah. But the crossings, now you got 5-6 crossings, you got the choice. You want to go there or there. It's terrible rough. Yeah, yeah. Only low range in the first and second gear. Yeah. Zunächst ging es jedoch erstmal wieder nach Osten an den Chili Beach, den manche für den schönsten Strand in Australien halten. Auf der Fahrt dorthin stoppten wir am Wenlock oder früher Batavia Goldfield. Hier stehen seit 100 Jahren die Maschinen der Goldsucher und rosten vor sich hin. Am Abend hatten wir am Pasco River einen Platz gefunden und gerade gegessen und die Swags aufgebaut. Als wir zunächst Rauch sahen, in der Dunkelheit dann 10 Minuten später Flammen. Ein Buschfeuer, das uns veranlasste, alles schnell wieder zusammenzupacken und den Rest der Nacht 40 Kilometer entfernt an der Straße zu verbringen. In der Aborigine Community Lockhart River konnten wir unsere Vorräte ergänzen. Aber es gab kein Bier, dessen Transport dort sogar im Auto verboten ist. Am Chili Beach hatten wir Glück. Es wehte an dem Abend kein kalter Wind vom Meer, wie wohl sonst sehr oft. Und der Strand war kurz vorher von Müll und Plastik gesäubert worden, das hier aus Asien angeschwemmt wird. Übrigens, hier ganz in der Nähe liegt Restoration Island, wo Captain Blythe sich nach der Meuterei auf der Bounty das erste Mal wieder an Land traute. Aber für Geschichte blieb keine Zeit.
Am nächsten Tag sollte die erste richtige Herausforderung für unser Auto kommen, der Frenchman's Track. Ursprünglich wurde der wohl als Abkürzung zu den Batavia Goldfields gebaut. Der erste Teil bestand nur aus sandigem und felsigem Untergrund mit tiefen Schlaglöchern. Man musste halt aufpassen, dass man nicht mit dem Wagen aufsetzte. Doch bald kam die Durchquerung des Pasco Rivers. Er ist an dieser Stelle tief und uneben mit felsigem Untergrund. Und die Ausfahrt nach Westen steil und steinig. Wir haben ihn erstmal mehrfach zu Fuß durchquert, um den besten Weg zu finden. Und dann hatte ich meinem Sohn geraten, kurz vor der Ausfahrt Gas zu geben, um mit den nassen Reifen nicht ins Rutschen auf den Steinen zu geraten. Aber was macht er? Bremst vor der Ausfahrt. Als ich die Kamera weglege, sehe ich auch warum. Gegenverkehr an der ungünstigsten Stelle. Naja, als der andere Wagen dann unten weg war, hat er es doch hochgeschafft und war mit Recht stolz. Der Wenlock River später war dann eher eine Kleinigkeit. Und auch die Steigung aus dem Flusstal heraus durchaus beherrschbar. Auf dem Hauptweg wurden erstmal die Reifen wieder aufgepumpt und wir verewigten uns auf dem Nationalparkschild. Dann ging es die letzten 65 Kilometer an diesem Tag über eine staubige Piste bis Bramall Station, dem letzten Roadhouse vor dem Old Telegraph Track.
Für den 160 Kilometer langen Old Telegraph Track hatten wir 2 Tage mit einer Übernachtung eingeplant. Man kann sich aber auch gut 4 Tage Zeit lassen. Nach einem guten Frühstück im Roadhouse ging es auf den Track mit insgesamt 23 Flussdurchquerungen. Die teilweise so nette Namen hatten wie Mistake Creek, Cannibal Creek oder Gunshot Creek. Schon erstaunlich, wie viele Australier hier auch mit Hänger durchfahren. Den Gunshot, wo es fast 90 Grad steil ins Wasser heruntergeht, haben wir auf dem Chicken Track umfahren. Der Wagen sollte schließlich noch ein bisschen halten. Am Nachmittag dann an den Footbed Falls ein erfrischendes Bad unterm Wasserfall. Die Nacht verbrachten wir mit anderen Campern am Kennel Creek. Am nächsten Morgen rief der Nachbar seine Kinder vom Busch hinter unserem Wagen zurück. Dort sei eine Brown Snake, die wir aber nicht gesehen haben. Dafür fanden wir einen der alten Telegrafenmasten, die dem Track seinen Namen geben. Und von 1887 bis 1987 Bamaga an der Nordspitze mit dem Rest Australiens verbanden. Nach einem Bad in den Elliot Falls ging es wieder auf die Piste. Die nächsten Minuten lasse ich einfach mal unsere Fahrt auf euch wirken. Thank you.
Obwohl die Brücke nicht so richtig vertrauenserweckend wirkt, kommt Umkehr nicht in Frage. Klappt doch. Am vorletzten Fluss, Nolans Brook, war am Vormittag ein Wagen stecken geblieben. Motor kaputt und gesamter Innenraum nass, inklusive Kameraausrüstung. Daher wurde jedes weitere Fahrzeug von denen, die am anderen Ufer kämpften, mit einem Abschleppseil abgesichert. What channel you on? What channel you on? 16. 16. Das Sicherungsfahrzeug und mein Sohn vereinbaren noch einen Sprechfunkkanal. Geschafft. We did the OTT. Nur unser Auspuff war kaputt, weil wir irgendwo auf einem Felsen aufgesetzt hatten und wir mussten ihn nun mit einer Zange auseinanderbiegen. Bald waren wir am Jardin River. Obwohl der nur etwa 130 Meter breit und nicht allzu tief ist, darf man seit einigen Jahren wegen der Krokodile nicht mehr mit dem Auto durchfahren. Allerdings kostet die dreiminütige Überfahrt mit der Fähre $90. Ein stolzer Preis, über den sich nicht wenige Australier beschwerten. Bis zu unserem Tagesziel Moutee Heads war es nun nur noch ein kurzes Stück, auf dem wir einem Australier aus Brisbane begegneten, der die Tour zum Kap mit dem Fahrrad machte. Auch hier hatten wir wieder einen wunderschönen Buschcampingplatz für uns alleine am Meer. Leider kam aber auch hier die Campingtoilette nicht zum Einsatz, weil wir die Plastikbeutel bis zur nächsten Ortschaft hätten mitnehmen müssen. Über Bamaga fuhren wir nach Seisha und haben dort unsere Zelte für 4 Nächte auf einem Campingplatz aufgeschlagen. Von dort aus haben wir die Region dann erkundet. Mit 1000 Einwohnern ist Bamaga die einzige größere Ortschaft auf der Northern Peninsula Area und sieht auch durch die Drohnenkamera recht überschaubar aus.
Einzige Sehenswürdigkeit sind zwei im Krieg abgestürzte Flugzeuge. Auch der heutige Flughafen ist eher übersichtlich. Unser Campingplatz in Seisha lag direkt am Wasser. Hier schwimmt aber niemand wegen der Krokodile. Und überall gibt es Hinweise für die Angler, die Fischreste in verschließbaren Containern zu entsorgen. Auf halbem Weg zum Kap besuchen wir das Croc-Tent, einen Andenkenshop, der saisonal geöffnet hat. Gegenüber davon Lockerbie Station, eine 1975 verlassene Rinderfarm. Durch den Regenwald geht's weiter zum Kap. Vom Parkplatz aus muss man noch ca. 15 Minuten über einen Hügel bis zum nördlichsten Punkt des australischen Kontinents laufen. Damit hatten wir nicht gerechnet und nur unsere Thongs, unsere Badelatschen an. Doch der Weg hat sich, auch bei nicht so gutem Wetter, gelohnt. Zurück durch den Regenwald fuhren wir dann bis zur Cape York Wilderness Lodge. Sie wurde 1986 als 5-Sterne-Resort für 1,2 Millionen Dollar von Bush Pilot Airways gebaut, ging später an Ansett Australia, danach an Qantas und schließlich an die Ingenio Aboriginal Corporation. Diese betrieb sie bis 2002 unter dem Namen Pajinka Wilderness Lodge. Eine Renovierung und Wiedereröffnung 2003 fand nicht mehr statt. Tourmanagement, wie es heißt. Unterdessen hat sich der Regenwald das 14 Quadratkilometer große Gelände zurückerobert. Der letzte Ausflug im äußersten Norden führte uns in den östlichen Teil, auf den Five Beach Run. An den Stränden am Wasser entlang, dazwischen über Land. Am nördlichen Ende dieses Tracks liegt Somerset Homestead, eine 1863 gegründete Farm. Aber auch die ist nun schon lange Geschichte. So gibt es dort nur noch einen Campingplatz der lokalen Aborigine Community. Wegen eines Regentages machten wir von Seisha einen Bootsausflug nach Thursday Island, eine der vier Inseln in der Torres Strait, die Captain Blight von der Bounty auf seinem Weg nach Norden passierte
und sie nach den Wochentagen seiner Passage Dienstag bis Freitag benannte. Viel zu sehen gab es dort nicht, aber die Insel ist sicher ein ruhiger Altersruhesitz. Auf dem Rückweg ging es zunächst wieder mit der Fähre über den Jardine River, über die Northern Bypass Road, dann zum Bushcampingplatz Captain Billy's Landing. Wir hatten Glück, dass wir so früh dort waren. Hinter uns eine lange Schlange wartender Autos. Hier hatten wir noch einmal für eine ganze Nacht eine Bucht für uns alleine. Diesmal sogar mit einer Bush Towelette. Das ist das blaue Häuschen hinten im Bild. Die Peninsula Development Road am nächsten Tag nach Coin war sehr wellig und wir mussten die richtige Geschwindigkeit finden, um einigermaßen glatt über die Querrinnen zu kommen. Obwohl sehr häufig gewässert wird, hält man besser doch von vorausfahrenden Fahrzeugen ein bisschen Abstand. Leider wurden durch die Bodenwellen die Dichtung am Sperrdifferential der Vorderachse des Wagens beschädigt, sodass wir einen geplanten letzten Track nicht mehr fahren konnten. Unser Zeltplatz in der Nähe von Coin in einem kleinen Wäldchen. Südlich Coin beginnt dann wieder die asphaltierte Straße. Unseren letzten Zeltplatz auf diesem Offroad-Trip fanden wir auf einem Lagerplatz für Straßenbaumaterial in der Nähe von Lakeland, direkt neben der Straße.
Von Lakeland nach Cairns durfte ich dann wieder fahren. Es ist ein normaler Highway ohne Offroad-Herausforderungen. Langweilig, sagte mein Sohn und überließ mir gerne das Steuer. Zwischen Port Douglas und Cairns nochmal eine wunderschöne Strecke direkt am Pazifik entlang. Und dann hat uns die Großstadt wieder. So sieht ein Auto nach 3 Wochen im australischen Busch aus. Und nicht nur außen, sondern leider auch innen. Auf unsere Frage, wie das alles am besten wieder sauber zu bekommen ist, meinte ein Australier lachend: 10 Jahre lang jeden Samstag Auto putzen, dann sieht's aus wie neu. Der Blick aus dem Hotelzimmerfenster am nächsten Morgen war etwas ungewohnt. An meinem Abflugtag nach Deutschland noch ein kurzer Abstecher nach Kuranda in der Nähe von Cairns. Viel zu schnell war unser Offroad-Abenteuerurlaub in der unberührten Wildnis von Cape York vorüber. Wir entschieden aber noch, dieses tolle Auto nach Deutschland zu bringen. 2018 bin ich dann damit über Sibirien, die Mongolei, Kasachstan, Kirgisistan und den Kaukasus nach Europa gefahren. Doch das ist eine neue Geschichte.